Ja, es geht jetzt darum, den Winkel von einer Ebene zu einer anderen Ebene und den Abstand zur x1-Achse zu berechnen. Und den Winkel berechnen Sie, mit welcher Formel rechnen Sie den Winkel von zwei Ebenen? Sollten Sie auswendig können? Ja, bitte. Cosinus Alpha ist gleich Betrag von Vektor n1 mal Vektor n2 durch Vektor n1 Betrag. Ja, genau das. Diese Formel können Sie auswendig. Den normalen Vektor hier können Sie ablesen. Das ist 0, 3, 1 mal der normalen Vektor der x1, x2-Ebene ist 0, 0, 1. Die x1, x2-Ebene hat die Gleichung x3 gleich 0. Auch dieses steht in der Formelsammlung, sollten Sie bitte auswendig können. Durch die Länge. Und das Skalarprodukt, das ist 1, das mal den plus das mal den plus das mal den, dividiert durch, der hat Wurzel 10, der hat Länge 1, also 1 durch Wurzel 10. Also ist, da können Sie noch einen Betrag hinschreiben, aber die Zahl ist positiv, unproblematisch. Also ist Alpha etwa der Argus Cosinus von 1 durch Wurzel 10. Und das ist geschätzt. Das ist gerundet, muss ich jetzt wieder mit Taschenrechner rechnen. Muss ich auch mit Mode auf die. Vergessen Sie nicht, Mode Degree zu machen. Oder andersrum, wenn Sie einen Winkel herausbekommen, der etwa 1 ist, also zwischen 1 und 3, dann sind Sie vermutlich im falschen Mode. Ich sage es Ihnen nur abiturtechnisch. Also das heißt einfach, wenn der Winkel zwischen 0 und 3 ist, immer schlecht. Nicht unbedingt falsch, also manchmal kann das auch sein, aber das riecht nach falschem Mod. Der ist dann etwa 71,6 Grad. Und Sie kontrollieren, wer die Aufgabe gestellt hat, Sie kontrollieren bitte immer, dass ich da keinen Gruscht mache. So, und jetzt sollen Sie den Abstand rechnen zur x1-Achse. Da ist natürlich die Frage, dass man nachweist, dass die Dinge auch wirklich parallel sind. Weil sonst lohnt das nicht. Ja? Das heißt, zwei Ebenen oder eine Ebene und eine Gerade, die nicht parallel sind, da kann man natürlich keinen Abstand rechnen. Das heißt, vielleicht sollten Sie sich dessen bewusst sein, dass E-Schnitt x1-Achse, dass das eine leere Menge ist. Also wenn Sie die schneiden, die sind also parallel, sonst geht es nicht. Aber das sieht man eigentlich sofort. Ich glaube nicht, dass Sie es im Abi sagen müssen, ich erwähne es nur. Also ich ziehe sie nicht ab und ich denke ein potenzieller Zweitkorrektor. Gut, also das ist Abstand zur x1-Achse. Wie rechnen Sie den jetzt? Das sollten Sie wissen, das gehört. Also diese Aufgaben, die wir hier gerade besprechen, das sind die Aufgaben, wo Sie die drei Punkte hier kriegen, die vermutlichen drei Punkte alle. So, wie macht man das? Abstand zur x1-Achse. Wie macht man das? Das sollten Sie aber wissen. Und gleich böse gucken, ja? Durch Abstandsformel? Ja und nein. Also das ist jetzt, ja genau, also Hesse-Normalform oder Abstandsform. Also die Abstandsform, wie heißt die Abstandsform? D ist gleich, ja? x1 plus bx2 plus cx3 plus e, geteilt durch den Betrag von n. Minus e. Haben Sie minus e gesagt? Nein, plus. Okay, dann heißt minus e. So, das ist die Abstandsform der Ebene, beziehungsweise also sowas, ich schreibe es in Anführungszeichen, das ist die Hesse-Normalform. Aber in Anführungszeichen habe ich wieder Meinung. Also wie gesagt, das die Hesse-Normalform wäre das Ganze mit gleich 0. Ist aber völliger Unsinn, weil dann kann ich ja die normale Form der Ebene nehmen. Sei es drum, wir haben das hier, das setzen wir jetzt also an. Wie heißt also unsere Abstandsform der Ebene hier? Wie heißt die? Das sollten Sie jetzt wissen. Wie heißt jetzt die hier? Diktieren Sie einfach weiter. Sonst mache ich es.
So, so sieht es aus. Und was machen Sie jetzt mit dieser Abstandsform? Sie gucken. Ich ignoriere Sie. Was machen Sie jetzt mit dieser Abstandsform? Da setzen Sie jetzt einen beliebigen Punkt der x1-Achse ein. Zum Beispiel den Ursprung. Also das heißt, in das setzen Sie 0, 0, 0 ein, ein beliebiger Punkt. Und dann kriegen Sie raus, d ist gleich, hier steht 0, Betrag von minus 8 durch Wurzel 10. Und das ist 8 durch Wurzel 10. Sie dürfen, soweit ich weiß, jetzt das Ganze mit Wurzel im Nenner stehen lassen. Zu meiner Zeit war das verboten. Zu meiner Zeit musste man da noch den Nenner rational machen. Das ist 8 Wurzel 10 Zehntel oder 0,8 Wurzel 10. Aber wie gesagt, das brauchen Sie jetzt nicht mehr machen. Bei Ihnen reicht das ja als Ergebnis. Gut, gibt es da Fragen dazu? Also sowas ist absoluter unterster Standard, muss laufen. Ja, es geht jetzt um den B-Teil und da haben wir eine Ebene im Char gegeben, die heißt 3x2 plus x3 gleich a. Welche Lage haben alle Ebenen zueinander? Ja, bitte. Warum? Das sollten Sie bitte im Abitur, wenn Sie da nur hinschreiben, die Ebenen sind parallel. Falsch ist es nicht, aber so ein bisschen begründet, ja? Jawohl. Jeder, also alle normalen Vektoren n, na, also ich schreibe das alle, dann muss ich eigentlich nur so ausschreiben, aber diesmal werde da keine Katastrophen erleben. Vektoren na ist das hier. Was ist der normalen Vektor oder was sind die normalen Vektoren? Ja, bitte. Also das heißt, alle normalen Vektoren sind das da. Damit sind die parallel, ja, weil die normalen Vektoren gleich oder zumindest linear abhängig sind. Das Wort die normalen Vektoren ist eigentlich auch falsch. Man müsste einen normalen Vektor sagen, weil es gibt ja zu jeder Ebene unendlich viele normalen Vektoren. Aber sei es drum, das ist alles okay. Damit haben wir herausgefunden, dass die Ebenen alle parallel sind. Und jetzt kommt die Frage, für welche Werte von A hat der Punkt S 660 den Abstand d gleich Wurzel 10? Da gibt es ein Signalwort. Wie heißt das Signalwort dieser Aufgabe? Ja, das sollten Sie wissen. Entweder Sie blicken es mathematisch. Ja, bitte. Abstand. Genau das. Also bei mir heißt das D hier. Das hier ist das Signalwort. Warum ist Abstand oder nicht warum? Was bedeutet Abstand als Signalwort? Das warum müssen die Germanisten lösen, ja? So ist es. Und genau das heißt, also Abstand heißt, wir brauchen die Abstand. Sorry, ja, es ist so einfach, wie es klingt. Ja. Wir brauchen die Abstandsform. Wie heißt hier die Abstandsform dieser Ebene? Wie heißt die? Die haben wir auch schon. 3x2 plus x3. Jetzt steht nicht mehr minus 8, sondern minus a dran. Jetzt schreibe ich wieder die 8. Okay, versuchen wir das nochmal. Geteilt durch diese Wurzel, geteilt durch Wurzel 10. So, und die Frage ist, das ist die Abstandsform, für welche a hat s 666 den Abstand d gleich Wurzel 10? Was müssen wir also machen? Ja, bitte. Also mit Wurzel 10 gleichsetzen. Sehr gut. Also das heißt zunächst mal ist, hier steht es ja schon d gleich Wurzel 10. Also setzen wir für das hier die Wurzel 10 ein. Aber das ist nicht genug. Das ist nicht genug, ja bitte. Punkt S einsetzen. Jawohl, also das heißt, dann haben Sie hier 3 mal 6 plus 1 mal 6 minus a durch Wurzel 10. Das heißt, Sie müssen diese Gleichung lösen, eine Betragsgleichung. Jetzt haben Sie entweder die Möglichkeit, es einfach irgendwie zu rechnen, will es auch gar nicht weiter wissen. Wenn Sie aber jetzt Schwierigkeiten mit Betragsgleichungen haben, wie löst man sowas? Da gibt es eine Schmidtsche Technik, Niveau Klasse 9 habe ich Ihnen das beigebracht. Wenn Sie bei mir in der 9 waren, dann wissen Sie das. Wie löst man Betraggleichungen? Betrag A gleich B, wie löst man sowas? Ich mache das da hinten noch hin.
Wie löst man sowas? Löst man das? Ja, bitte. Jawohl. Genau, einmal a gleich b, einmal minus a gleich b und das genügt nicht. Was muss man noch machen, wenn man sowas macht? So, ist das falsch? So kann ich ihn abziehen und so werde ich ihn auch abziehen. Ganz wichtig, obligatorisch die Probe. Das heißt, diese Umformung ist an sich potenziell falsch und Sie müssen die Probe machen. Ich kann Ihnen nachher mal ein Beispiel, oder ich schreibe das Beispiel hier hin. Also stellen Sie mal vor, Sie hätten die gleichen Betrag x gleich minus 2. So, Betrag x gleich minus 2. Jetzt gehen Sie nach dieser Technik vor. Also haben Sie x gleich minus 2 und minus x gleich minus 2 als Lösung. Und stimmt das? Nö. Also, wenn Sie Probe gemacht haben, sehen Sie, stimmt beides nicht. Es ist ja auch eine super simple Aufgabe. Also Sie sehen, Probe obligatorisch. Probe geht nicht. Ja? Also, es gab tatsächlich schon Leute im Abitur, die den Blitz abgezogen haben. Kein Blitz, Gott sei Dank nicht bei mir. Ja. Ich glaube, ich hätte den Zeit korrekt erschossen. Also, Probe geht nicht. Ja. Gut. Also, genauso setzen wir das mal an. Also, Wurzel 10 ist gleich. Das hier ist, glaube ich, 24, ist gleich 24 minus a durch Wurzel 10 oder mal 10 minus, ich glaube, da kommt dann raus a gleich 14. Bitte kontrollieren Sie das, denken Sie dran, wenn Schmidt rechnet und einmal minus Wurzel 10, es ist egal, ob Sie das Minuszeichen hier oder hier davor schreiben, ist gleich 24 minus a durch Wurzel 10, dann habe ich hier die minus 10, minus 10, 34 und a gleich 34. So, und jetzt, bitte, haben Sie kontrolliert, dass das stimmt? Gut. So, jetzt wollen wir die Probe machen, die Probe ist obligatorisch, da setzen Sie es dann hier ein, oder besser gesagt, eigentlich hier rein. Das heißt, Sie setzen 24 minus 14 durch Wurzel 10 da ein, das ergibt mit den Beträgen, das gibt 10 durch Wurzel 10, das ist also Wurzel 10 ist okay, erste Probe, zweite Probe 24 minus 34 durch Wurzel 10 Betrag, das ist Betrag von minus 10 durch Wurzel 10, ja, das ist auch Wurzel 10. Das ist auch okay. Zur Not können Sie auch bei der Probe das in Taschenrechner eintippen. Von mir aus, weiß nicht, wie es der zweitgehörige sieht. Ich würde akzeptieren, wenn Sie diese Gleichheit hier nicht sehen, warum auch immer. Das wissen Sie, wenn Sie die Probe gemacht haben. Egal, also mir reicht das so. So, gibt es Fragen dazu? Ist die Aufgabe damit okay besprochen? Da kommt noch eine Aufgabe und dazu habe ich eine Frage. Gut. So, es geht jetzt darum, es wird gefragt, für welche Werte von A diese Ebene gemeinsame Punkte mit dem Würfel hat. Und ich habe jetzt hier den Würfel hingezeichnet. Das sieht ein bisschen komisch aus für einen Würfel, ich gebe es gerne zu. Das heißt, das ist 6 und das ist 6, das soll ein Quadrat sein. Und Sie wissen ja, dass diese Ebene, dass die parallel zur x1-Achse ist. Das heißt, die x1-Achse, wenn Sie Physik-LK machen, wissen Sie sofort, wovon ich rede, die x1-Achse ist das hier und die Physiker malen dann das Ganze immer gern so hin. Also die x1-Achse zeigt nach hier draußen. Ja? Das ist vernünftig, das so zu zeichnen, weil die Ebenen liegen da alle drin. Und jetzt ist es erstmal so, dass optisch gesehen diese Ebene de facto zu einer Geraden wird. Das heißt, das ist jetzt die x2-Achse hier, das ist die x3-Achse und das kann ich jetzt auflösen. Also denken Sie einfach, dass, aber nicht schreiben, nur denken, abiturtechnisch ist es intelligenter, das soll die x-Achse sein, das soll die y-Achse sein. Bitte, das habe ich jetzt nur gedacht, das habe ich jetzt nicht hingeschrieben. Also ich denke, ist gelb hier. Ja. Jetzt löse jetzt, wenn ich das so stehen habe, steht dann dran 3x plus y gleich a oder y ist gleich, also wie gesagt, das Gelbe ist, ich denke,
Das Gelbe ist ich denke und ich denke nicht ist dann wieder weiß. Genau, dann wenn y gleich minus 3x plus a ist. Und das können wir jetzt so notieren, x3 ist gleich minus 3x2 plus a. Also wie gesagt, dieses Ding hier, das ist eine Gerade. Das ist eine Gerade. Das ist eine Gerade mit Steigung und y-Achsenabschnitt. So, das ist die Steigung, was der y-Achsenabschnitt? Ja? Steigung ist minus 3. Und der y-Achsenabschnitt ist 8. Gut, haben Sie verstanden. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen dämlich. Das heißt, ich mache den Würfel jetzt viel kleiner, sieht dann irgendwie so aus. So sehen diese Geraden aus und irgendwann mal gehen die durch den Würfel. So sieht das aus. Wie gesagt, es sind ein bisschen steil, ne? Ein bisschen dämlich. Also das heißt, so, irgendwie, so sehen die aus, mit Steigung 3. Und irgendwann mal, wie gesagt, gehen die durch den Würfel. Jetzt muss ich schauen, Steigung 3 passt sogar. Das heißt, diese Ebene hier, dieses EA, geht gerade noch durch den Würfel. Wenn ich das A ein bisschen in die Richtung verschiebe, schon nicht mehr. So, dann hier. Und dieses EA geht hier als letztes gerade noch durch den Würfel. Das heißt, ich brauche diese beiden Punkte. So, jetzt muss ich diese beiden Punkte mal rausfinden. Wie heißt dieser Punkt hier unten? Wie heißt der? No. Das ist eigentlich der Ursprung, beziehungsweise, da wir es ja projiziert, eigentlich die ganze x1-Achse. Sie hätten auch behaupten können 7.00 oder 10.00, völlig egal. Das ist der 0.00, jawohl. So, und der Punkt hier oben, welcher ist das da? Welcher ist das da? Ja, bitte. Ja, den können Sie nehmen. Sie hätten auch den 666 nehmen können, der, den wir auch schon mal vorhin gehabt haben. Aber der 066 ist auch. So, das sind die beiden Punkte, die relevant sind. Und jetzt berechnen wir mal das A, für den die Ebenen schau durch diesen Punkt geht, beziehungsweise durch diesen Punkt hier. Also, das heißt, wir setzen 0, 0, 0 in EA. Und daraus folgt, dass wir erhalten 3 mal 0 plus 0 gleich a oder a gleich 0. So, das heißt, das hier ist E0. Jetzt setzen wir den 060 in EA ein. Und dann, 066 natürlich, warum habe ich 060 gesagt, niemand weiß es. Dann erhalte ich 3 mal 6 plus 6 gleich a. Oder a gleich 24. So, und jetzt sehen wir y-Achsenabschnitt. Der hat y-Achsenabschnitt 0, der hat y-Achsenabschnitt 24. Also für a zwischen 0 und 24 schneidet die Ebenenschar den Würfel sonst nicht. Also für 0 gleich 24 schneidet. War das die gesamte Frage? Hat gemeinsame Punkte, das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Vielleicht sollte ich nochmal darauf hinweisen, wichtig ist, dass Sie hier das kleiner gleich schreiben. Wenn Sie hier echt kleiner schreiben an irgendeiner Stelle, ist ein halber Punkt futsch. Muss ich abziehen, gibt es keine Frage. Das heißt, Sie müssen sich dessen bewusst sein, dass auch hier an den Randstellen das Ganze gemeinsame Punkte hat. Die Frage, warum jetzt für a kleiner 0 bzw. für a größer 24 das keine gemeinsamen Punkte hat und dass es nicht umgedreht ist, ich denke, darüber brauchen sich keine Gedanken zu machen. Weil das könnte ja auch sein, aber das müssen Sie nicht mehr notieren, denke ich nicht. So, ist damit die Aufgabe beantwortet.
Ja, aber ich habe eine generelle Frage, und zwar zu der Skizze. Muss die so ausführlich sein oder kann die auch einfach nur grob sein? Oder muss die eben... Das sehen Sie ja bei mir, so richtig dolle ist die nicht. Also die Antwort ist nein. Das hier, wie gesagt, das ist typisches Zeug für den Entwurf. Ja, das ist Zeug, die Sie in den Entwurf reinschreiben, aber vielleicht nicht in die Reinschrift. Ja. Und den Entwurf gebe ich dann brav weiter. Da ja jetzt das aufgeweicht ist mit dem Zweitkorrektor, können Sie es auch normal hinschreiben, weil ich akzeptiere das sowieso. Ja, also für mich ist das vernünftig, wenn jemand so argumentiert. Und das hier, was ich hier, also das Relevante, was ich hier gemacht habe, dieser Teil, das ist das, was Sie aufschreiben sollten. Das hier brauchen Sie nicht unbedingt. Das ist nur für mich zum Denken, dass ich überhaupt weiß, worum es überhaupt geht. Ich muss die Aufgabe so stark reduzieren, dass ich es verstehe und gleichzeitig, dass ich auch weiß, wie man es rechnet. Noch Fragen? Ja, bitte. So, und bei Ihnen ist es auch okay? Gut.